Was läuft, was läuft, was läuft? Wir befinden uns aktuell im Kill-Duell zwischen Arash und Legen, Leute. Und Arash holt schon seinen ersten Kill. Schön gemacht von Arash. Lasst auf jeden Fall alle ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ganz, ganz wichtiger Hase. Unbedingt die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Ich küsse eure Herzen und zersprengt den Like-Button. Bruder, ihr seid zu krass. Ihr seid zu krass. Ihr seid anders wild. Kuss, Kuss, Kuss. Arash und Legen befinden sich aktuell im selben Level. Deshalb sind die beiden im Kill-Duell gerade. Wie ihr sehen könnt. Legen holt sich schon den nächsten Gegner. Schön gemacht von ihm. Bei Kitty Corner. Arash hat schon 2 Kills. Sehr, sehr, sehr stark. Es wird auf jeden Fall ein mega spannendes Kill-Duell. Wer zieht in die nächste Runde ein? Und falls ihr euch noch nicht beworben habt und euch bewerben wollt, bewirbt euch mit dem Hashtag RubyBuri für meinen E-Sport-Clan. Und by the way, das ist ab heute unser E-Sport-Logo. Der Adler. Oh, Arash holt den nächsten. Stark gemacht von ihm. Ja, die meisten werden sich jetzt fragen, so, ey, Bro, wieso der Adler? Ich bin Besiktas-Fan. Deswegen. Aber sieht wild aus. Habe ich Baba hinbekommen? Seid ehrlich. Schreibt Baba in den Chat, wenn es Baba aussieht. Und mal schauen, was die Jungs jetzt hier reißen werden. Arash bei The Anarchy und sucht hier die Gegner und findet schon die nächsten. Schön. Direkt 2 abstauben. Oh mein Gott. 4 Kills für Arash. Legen liegt hinten mit 2 Kills. Legen muss das hier auf jeden Fall noch aufholen. Kann auf jeden Fall ein spannendes Kill-Duell werden. Bin auf jeden Fall mies gespannt. Die Jungs sind 2 Pros, die auch unter anderem sehr viele Earnings schon haben. Deswegen wird das auf jeden Fall eine spannende Runde. By the way, Arash ist 15 Jahre alt und Legen ist 16 Jahre alt aktuell. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich streame ab jetzt täglich auf Twitch und wir machen den Amar auf Wish bestellt. Und zwar werde ich von meinen Jungs das Gameplay kommentieren. Wenn sie bei Cash Cups mitmachen, werde dann die Streams von denen verfolgen und werde dann quasi das Gameplay kommentieren. Okay, Legen reicht es komplett. Er sucht die Gegner, benutzt hier das Jump Pad und fliegt gerade Richtung Lazy Lake. Während Arash hier schon einen 6. Kill hat und der nächste Kill. Er holt ihn, sauber. Gar kein Problem für Arash. Ha? Holt ihr den Gegner? Ist da noch einer? Da ist keiner. Legen ist ganz alleine. WTF, Bro. Das Squad war gar nicht mit dem gewesen. Bruh. Okay, wir sehen hier Arash. Arash sucht hier auch die Gegner. Legen benutzt inzwischen den Heli, um schneller voranzukommen. Arash mit dem Grappler unterwegs. Will hier die Kills. 7 Kills für Arash. 4 Kills für Legen. Wird knapp. Oh, Arash findet einen. Der verlassene Bruder ist am Angeln. Das ist ein Free Kill. Bruder, was macht der Bruder? Hat er eine Freistunde oder was? Geht hier einmal kurz schwimmen. Arash im hinterher, den Bruder. Oh, und Arash noch ein Free Kill. Legen macht das hier ganz schön. Kommt jetzt ein Squad. Oh mein Gott, Legen hat einen Squad vor sich. Holt hier die Gegner. Oh mein Gott. Der Tannenbaum-Skin, Bruder. Der scheint Ärger zu machen. Böse geholt, Digga. Während Arash hier auch komplett eskaliert. Hat auch ein ganzes Squad vor sich. Arash mit 9 Kills. Ah, der Gegner bemerkt ihn gar nicht. Armer No-Skin. Wird hier gerusht aus dem High Ground. Schöne Treffer. Muss durchsprayen. Die Zone kommt. Er muss moven. What? Er hat die alle noch komplett geholt. GG. Legen holt ihr den nächsten. Stark gemacht von den Jungs. Verdammte Scheiße, Mann. Es steht 11 zu 8.
Extrem spannend gerade, was jetzt gerade abgeht. Arash findet hier den nächsten Gegner. Arash rusht direkt. Ah, schön gesprayt. Das ist ein komplettes Squad. Oh mein Gott, das ist ein Schwitzer. Jetzt wird es brenzlig für Arash. Baut sich hier schön hoch. Während Nege mit dem Heli unterwegs ist und Gegner sucht, ist Arash im Fight. 12 Kills für Arash. Arash könnte das Ding machen, um eine Runde weiterzukommen. Muss sie holen. Schön mit der Drum Gun. Gegner geht down. Der Gegner hat gar keine Chance. Arash ist viel zu stark. Auf der Pump. Und was macht Arash da? Nein! Nein! What? Statt den Grappler zu nehmen, hat er aus Versehen den Gegner in die Hand genommen. Nein! Und ihn abgehört und stirbt an Falldamage. Oh mein Gott. Legen mit 8 Kills. Arash hat 13 Kills. Legen könnte das Ding jetzt holen. Sucht den Gegner. Will ihn noch holen? Hat ihn im Auge? Der war One-Shot gewesen, Digga. Was? Okay, 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 okay. Was macht Legen jetzt? Oh mein Gott, what? Wie? Bruder. Man könnte meinen, der Bruder hat Aimbot an. Digga, wie hat der ihn gelasert? Starker Reflex. Legen auf der Jagd. Was machen die Brüder da, Mann? Du Fast and Furious oder was? Oh. Oh mein Gott! Legen ist eine Maschine, hat 11 Kills. Er braucht nur 2 Kills, um in Führung zu gehen. Um sich weiter für die nächste Runde zu qualifizieren. Komm schon, Bro, komm schon, Bro. Okay, 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 okay. Mehrere Squads. Headshot! 107er Hit. Sehr, sehr starker Treffer. Medkit, er braucht das Medkit. Bekommt ihr das Medkit? Kann er sich das Medkit gönnen? Ah, das ist ein Bot, den er noch killen muss. Sonst gibt es Ärger. Oh mein Gott, das wird so close gerade. Ein Kill braucht er noch, um weiterzukommen. Ein Kill. Holt ihr den epischen Win. Bekommt er nochmal 3 Kills zusätzlich. Legen sucht hier die Gegner. Unter ihm. Direkt ein komplettes Squad. Holt er ihn. What? Er spitzhackt ihn, Bruder. Komplett die Ehre genutzt. So gefällt mir das. Hört die Gegner ab. Wollte er, glaube ich, gar nicht. Sieht jetzt die Gegner. Schöner Treffer. Oder Headshot. Gar keine Chance. Instant down. Woo! Bruder! Dieses Aim! Der Flicker, Bruder! Okay, 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 okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah! Down. Stark gemacht. 15 Kills und Legen geht in Führung! Legen geht in Führung! Legen holt dir das Ding, weil Arash verkackt hat. Das kann doch nicht ernst sein, Mann. Er kann hier noch den epischen Win holen. Es leben noch 4 Gegner. Legen könnte hier noch 19 Kills droppen. Was ein spannendes Kill-Duell, Bro. Arash geht down, weil er seinen Gegner abhört. Obwohl er das nicht wollte. Und Legen holt auf mit 7 weiteren Kills. Was macht Legen noch aus der Runde? Legen ist weiter qualifiziert. Arash muss sich noch beweisen. Aber wir schauen jetzt weiter, was Legen aus der Runde noch macht.
Ob er den epischen Win noch holt? Oh mein Gott! Gegner unter ihm. Er muss einfach rein da. Der hat den nicht mal gesehen, Mann. Wie hat der den getroffen, Mann? Die muss er nicht nehmen. Ja, Bruder, ist jetzt auch full life. Die Runde gehört ihm. Die Runde gehört ihm. Das ist der letzte Gegner. Das ist der letzte. Das ist der letzte Gegner. Für den epischen Win. Holt legen den epischen Win. Und er holt den epischen Win, Leute. Oh mein Gott. 19 Kills für Legen mit einem epischen Win. Und Arash mit 13 Kills. Extrem starker Kill-Duell. Freunde, Legen ist weiter. Support die Jungs. Den Link zu ihren YouTube-Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alle GG in den Chat. 32 Kills im Kill-Duell. Einfach nur unglaublich. Legen in der nächsten Runde. GG, Bro. Neben meinem Kopf erscheinen noch weitere Videos von mir. Schaut sie euch ebenfalls an. Haut rein und schaut rein. Euer Buri. Ciao.